Guten Tag, liebe Herren. Mein Name ist Xenia Droben. Ich bin Partnervermittlerin und Leiterin von Xenia Droben Partnervermittlung. Ich bin in diesem Job schon seit 20 Jahren. Das ist keine Arbeit mehr, das ist meine Leidenschaft. Und deswegen möchte ich durch diese kurzen Videos etwas mehr Informationen Ihnen vermitteln, damit Sie besser wissen, worum es geht bei den russischen, ukrainischen oder osteuropäischen Frauen. Die Frage, die ich heute mit Ihnen besprechen möchte, ist, ich habe Partnership gemacht und ich habe 10 Frauen ausgewählt. Wieso bekomme ich nur Absagen? Eigentlich, es geht darum, dass der Mann Anfragen gemacht hat und ganz wenige oder keine Zusagen bekommen hat. Wir sprechen in unserer internen Statistik, wir sprechen von 50% von Absagen. Das bedeutet, wenn 10 Anfragen verschickt werden, dann müssen 5 Zusagen kommen. Dann sind wir im grünen Bereich. Wenn mehr als 50%, dann ist es super. 50% von Zusagen. Aber wenn weniger als 50%, das bedeutet, irgendwo liegt der Mann in seinen Erwartungen falsch. Und dann analysieren wir als Agentur und vielleicht manchmal auch mit dem Herren, damit er auch diese Information bekommt, dann analysieren wir, was könnte falsch sein. Punkt Nummer 1 sind immer, bei den Absagen sind immer die Bilder. Die Männer wollen keine Zeit und kein Geld in die Bilder investieren, deswegen bei den meisten Männern sind die Bilder von sehr schlechter Qualität. Und wenn der Mann sich präsentiert als Unternehmer und wirklich so eine gehobene Position und dann steht irgendwo in zerrissenem T-Shirt und ich weiß nicht, mit Bier in der Hand oder mit Kumpels unter dem Arm und betrunken und mit Peace-Zeichen, das ist alles widerspricht dem Steckbrief und die Frauen analysieren nicht nur die Information, die im Steckbrief steht, sondern die analysieren auch, was die Bilder vermitteln. Deswegen die Empfehlung Nummer 1, damit die Situation sich verbessert, anständige Bilder zu machen. Ich spreche nicht von den professionellen Bildern, aber Hemd, Anzug, vielleicht Krawatte, also wirklich klassisch, irgendwo draußen oder drin. Sie können bei uns auch vorbeikommen, dann machen wir auch ein paar Bilder bei uns im Büro. Aber Hauptsache ist, dass keine negativen Elemente auf dem Bild vorhanden sind. Weiter schauen wir, wenn wir ein Profil analysieren und versuchen zu verstehen, wieso der Mann so viele Absagen bekommt. Zweite Gefahr Nummer 2, würde ich sagen, das ist die Einstellung zu den Kindern. Wenn ein Mann Kinder hat und die Kinder unter 18 und mehr als 1 und dann wählt er eine Frau ohne Kinder und dazu manchmal auch ohne Kinderwunsch und dann ja unter 35, verstehen Sie, es wird schwierig. Die russischen Frauen, die sind kinderlieb, die möchten Familie haben. Die meisten Frauen bis 40, sie haben es noch vor, ein Kind auf die Welt zu bringen. Erst später hört man damit auf, mit diesem Traum. Deswegen, wenn ein Mann mit den Kindern, also eigentlich mit, er hat seinen Wunsch, seine Vaterschaft erfüllt und dann sucht er eine Frau ohne Kinder und ohne Kinderwunsch unter dem Motto, ich habe doch meine Kinder, also mehr brauche ich nicht. Aber was braucht die Frau? Das ist immer die Frage. Deswegen, wenn sie Kinder haben und unter 18, und dann müssen sie entweder für das neue Kind bereit sein oder eine Frau mit dem Kind auswählen oder vielleicht eine Frau, die älter als 40 oder älter als 42. Das ist die Empfehlung, damit man die Anzahl von Absagen verringert. Weiter kommt es manchmal mit Erwartungen des Mannes, also nicht nur die Kinder, sondern die Frau muss das und dies und jenes und das und wissen, was sie will und integrieren und arbeiten und selbstständig und unabhängig. Also das ist auch zu viel. Da kommt eine Ausländerin nach Deutschland oder nach Österreich oder in die Schweiz, da kommt eine Ausländerin und sie braucht Zeit, um sich zu integrieren. Also wir sprechen nicht nur von der Bekanntschaft, wir sprechen nicht nur von der Liebe, wir sprechen auch von der Integration. Und man muss der Frau auch einfach Zeit lassen, damit sie alle, sagen wir, ihr Leben neu anfangen könnte. Und Problem Nummer 3 könnte manchmal bei der Sprache liegen, weil wenn die Frau Englisch spricht und bei dem Herren nur Deutsch, dann wird es schwierig, dann weiß die Frau, wir können miteinander überhaupt nicht kommunizieren, es gibt keine Ebene, aber das ist weniger.
Wichtiger Punkt ist Beruf des Mannes. Die Frauen schätzen natürlich ein, was passiert mit mir, wenn ich mich auf die Beziehung mit diesem Mann eingehe. Das bedeutet, wenn bei meinem Herrn steht arbeitslos oder arbeite einmal pro Tag, pro Woche oder ja, ich weiß, also irgendwas, wo das finanziell unsicher ist, dann denkt die Frau, okay, ich habe hier schon in Russland, in der Ukraine mein gut organisiertes Leben, ich habe meinen Beruf, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie und ja, der Mann gefällt mir optisch, aber wenn ich finanziell ja, je oder weniger gut lebe, ich will nicht von diesem Niveau runterfallen. Ich will ungefähr auf diesem Niveau auch bleiben. Deswegen, also ja, wir als Agentur nehmen die Herren ohne Arbeit bei uns in die Kartei nicht. Aber wenn sie mit jemandem in kostenlosen Internet schreiben oder auf anderen Portalen, dann kann das der Grund sein, wieso die Frauen absagen. Und die Frauen haben ein bisschen Angst vor den Männern aus Kleinstädten. Weil sie können die Kleinstädte in Deutschland nur mit den Kleinstädten in Russland vergleichen. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied von der Lebensqualität und Komfort und die Möglichkeiten. Deswegen, es wäre ganz nett, wenn sie schreiben, ja, okay, ich wohne in einem Dorf oder in einer Kleinstadt, aber in der Nähe haben wir Kinos und Supermarkt und die nächstliegende Stadt ist da und in 20 Minuten sind wir zum Beispiel in Frankreich. Also irgendwie die Gegend beschreiben. Und mit dem Beruf, ich komme nochmal zurück zum Beruf. Die Frauen haben ein bisschen Angst vor den handwerklichen Berufen. Aus dem Grund, weil die Männer in Russland und in der Ukraine die handwerkliche Tätigkeit ausüben. Die sind ja ziemlich oft nicht genug intelligent und ja, trinken vielleicht ab und zu und also eigentlich nicht so wie die Handwerker in Deutschland sind. Deswegen, es wäre ganz nett, wenn sie zusätzlich zu ihrem Beruf irgendwie schreiben, ich habe das und das gelernt und mich interessiert, ja, wenn das wirklich der Fall ist, irgendwie zu zeigen, dass ich mit den Händen arbeite, bedeutet gar nicht, dass ich dumm bin. Also es tut mir leid, dass es das vielleicht arrogant klingt, aber die Damen sehen Sanität in Russland und da sind normalerweise halb betrunkene Herren, also ja, die mit schmutzigen Händen und die unpünktlich sind hauptsächlich. Und da kommt in Deutschland ist es wirklich ganz anders. Wir von unserer Seite als Agentur versuchen den Frauen zu erklären, dass die deutschen Handwerker, die sind anders. Aber sie als Männer, sie müssen das auch vielleicht beschreiben, dass ja zusätzlich zum Beispiel, sie sind Sanitär, aber sie sind selbstständig. Das ist ihre kleine Firma und sie sind ihr eigener Chef. Also je stabiler ihr Beruf klingt, zum Beispiel zu schreiben, ich habe viele Kunden und ich kann mich von den Aufträgen nicht trennen, so ungefähr, dass die Frau versteht, wenn sie sich für Beziehung mit ihnen entscheidet, sie bleibt nicht hungrig unter der Brücke übernachten. Ich übertreibe natürlich, aber die Frau muss wirklich viel aufgeben, damit sie mit ihnen zusammen ist. Und je einfacher sie, dass der Frau, ja, gewährleisten, schlechtes Wort, aber je einfacher ist das für die Frau, desto mehr zu sagen bekommen sie. Falls sie nicht wissen, was genau sie in ihrem Steckbrief ändern möchten oder könnten, dann kommen sie bitte auf uns zu und wir helfen ihnen gern. Ich hoffe, mein Video war für Sie hilfsreich. Falls Sie noch Fragen haben, dann können Sie sich bei uns anrufen oder vielleicht ein Beratungsgespräch bei uns vereinbaren, telefonisch oder persönlich im Büro. Falls Sie mehr Fragen haben, dann können Sie gerne eine E-Mail an mich schreiben und dann in einem nächsten Video beantworte ich diese Fragen. Es wäre ganz nett, wenn Sie mir auch Like geben, dann kann ich wissen, dass die Information für Sie nutzvoll war. Und wenn Sie meinen Channel abonnieren möchten, das wäre auch ganz nett, dann kann ich wirklich ganz genau wissen, dass Sie aktuelle Informationen über die Partnersuche bekommen. Sonst wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.